Kaum sind die neuen iPhone 14 Handys released, hat Thoras wieder verschiedene Cases und Displayschutzfolien auf den Markt gebracht, die euer Handy schützen sollen. Und was genau Thoras da alles im Programm hat, das schauen wir uns an, und zwar nach dem Intro. Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Vor einiger Zeit habe ich euch schon die Thoras Kristallhülle hier, die ihr jetzt seht, vorgestellt, und ich benutze die immer noch an meinem iPhone 13 und ich bin sehr, sehr begeistert. Und es stimmt, was der Hersteller gesagt hat, diese Hülle bleibt wirklich kristallklar und vergilbt nicht, und da kann man schon sagen, nach einem Langzeittest, das passt. Super. Darum geht es aber heute nicht, denn wir wollen uns ja die neuen Sachen anschauen und das Ganze hier am iPhone 14 Pro Max. Also wir nehmen gleich die größte Variante des Handys und schauen uns die neuen Cases und die neuen Displayschutzfolien an. Und das machen wir natürlich nicht hier in der Übersichtsaufnahme, das wäre natürlich nicht so günstig, sondern wir gehen runter auf den Tisch und dann stelle ich euch alle Cases vor, die ich bekommen habe, inklusive den Displayschutzfolien. So, das passt gar nicht alles ins Bild, was Thoras hier mir zur Verfügung gestellt hat. Ich will euch erstmal die Cases zeigen. Hier haben wir eine reine Displayschutzfolie. Die kommt also so daher mit einem Rahmen, mit sämtlichen Zubehör, dass ihr die Displayschutzfolie super drauf machen könnt. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Lasst uns erstmal hier uns die Cases anschauen, die für das iPhone 14 Pro Max gedacht sind. Und da kommt gleich mal an der Stelle ein kleiner Spoiler von mir. Nicht die Hüllen vom iPhone 13 sind komplett kompatibel mit dem iPhone 14. Das heißt, da ist so ungefähr 1 mm Unterschied und von daher ist die Passgenauigkeit nicht mehr gegeben. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall euch da mal umschauen nach etwas Neuem. Ja, dann geht's ja schon los. Wir haben hier wieder eine wunderschöne Hülle mit MagSafe, das heißt also, hier ist speziell für das Induktionsladen gedacht worden. Die Hüllen sind von der Verarbeitung sehr, sehr gut, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wunderbare Qualität. Wir haben hier wieder den Schutz für die Kamera. Und was Thoras diesmal gemacht hat, man hat hier innen liegend, und ich denke mal, das kann man gut erkennen, so ein bisschen noch eine Art Airbag eingebaut. Also hier hat man Verstärkungen im Rahmen integriert, um euer Handy besser schützen zu können. Und die Passgenauigkeit, die gibt es also überhaupt nicht zu meckern. Die gibt genau das her, was es soll. Ihr seht schon, wie schön jetzt hier die Kamera geschützt ist. Eure Linsen sind geschützt. Und bei dem iPhone 14 Pro ist das Ganze natürlich etwas größer als beim iPhone 13 und 13 Pro. Also von daher hat man hier nochmal einen guten Mittelweg gefunden, um die Kameralinsen sehr gut zu schützen. Da passiert auch nichts. Also wenn ihr da definitiv irgendwie das Handy mal fallen lassen würdet, können wir ja nachher nochmal machen, da würde gar nichts passieren. Ja, ansonsten hier durchsichtig das Ganze, fässt sich sehr, sehr gut an, ist ein Handschmeichler, liegt also auch haptisch sehr gut in der Hand. Und das ist ja nur eine Hülle. Und vielleicht hat der aufmerksame Zuschauer diese lustigen Pins hier noch gesehen, in Rot und in Gelb. Die gibt Thoras mit hinzu, wenn ihr jetzt euer Case etwas aufpimpen wollt. Das können wir ja gerne mal tun. Wir können das ja mal machen. Wir nehmen mal das Handy raus und öffnen einfach mal hier so ein Dingensbummens. Mal gucken, wie das geht hier. Knicken, aufmachen und dann seht ihr, da kommt das hier zum Vorschein. Ja, da nimmt man das hier so raus und kann dementsprechend die Pins hier rausdrücken. Das geht relativ easy und man kann die dementsprechend optisch aufwerten und verschönern. Finde ich eigentlich sehr gut, dass Thoras das mit reingelegt hat. Das geht auch relativ fix, also man muss da nicht handwerklich begabt sein, um das machen zu können. Das ist in ein paar Sekunden ist das erledigt. Ihr seht das, das geht relativ easy. So, und das war's schon. Und zack, das Handy wieder rein dementsprechend. Und schon geht's nach vorne. Und ihr könnt
seht schon, drücken geht wunderbar und macht optisch nochmal eine Aufwertung der Hülle. Das ist jetzt mal ein Case und das ist schon eins von den etwas teureren Cases. Sieht sehr gut aus, ist gut verarbeitet, gibt es nicht zu meckern. Bietet auf jeden Fall einen Randschutz, bietet den Schutz für die Kamera. Ihr kommt an alle Sachen ran, ihr könnt das ganz normal laden. Das ist offen, die Lautsprecher sind offen und trotz alledem haben wir hier einen Rundumschutz. So, wenn wir uns dann mal die Kristallhülle anschauen, die ist relativ schlicht und einfach diesmal gehalten. Aber auch hier hat Thoras in den Ecken drin diesen Airbag, wie sie es selber nennen, integriert. Das heißt, gerade auf den Ecken gibt es nochmal eine Verstärkung des Rahmens. Das ist auch ein bisschen gepolstert und man sieht das auch hier sehr schön. Das könnt ihr sicherlich sehr gut erkennen, dass das sehr stabil ist. Das macht auch Sinn, wenn euch das Handy mal runterfällt, dass nichts passiert. Die Ecken sind nochmal stabilisiert. Das ist ja auch immer so das Problem. Wenn euch das Handy mal runterfällt, dann kommt es meistens auf der Ecke auf und ihr habt hässliche Kratzer, vielleicht auch eine Delle mit dem Handy. Und bei so teuren Handys muss das einfach nicht sein. Deshalb hat Thoras hier einen Airbag integriert und das macht sich sehr gut. Ihr seht schon, Passform auch hier wieder bei der Kristallhülle. Wunderbar. Das zieht man dann hier so ab, damit man dann auch schön die Farbe von eurem Handy erkennen kann. Also das ist extra nochmal geschützt. Das müsst ihr machen, wenn ihr diese Hülle das erste Mal benutzen wollt. Und dann alles gut. So, dann kommen wir schon zur nächsten. Also seht schon, das geht Schlag auf Schlag hier. Wir haben noch eine relativ einfache Hülle. Das ist jetzt so wirklich low budget. Aber auch die passt sehr, sehr gut und schützt natürlich euer Handy. Und hier zu diesem gibt es auch noch Displayschutzfolien mit. Können wir ja mal zeigen. Thoras bietet euch da mehrere Varianten an. Und das ist eigentlich relativ cool gemacht. Die sind auch sehr, sehr stabil, diese Displayschutzfolien. Man zieht das dann dementsprechend hier ab, klebt das drauf. Ja, und die Passgenauigkeit seht ihr hier nochmal. Also das ist stimmig, wenn wir so eine Displayschutzfolie verwenden. Dann habt ihr den Rundumschutz für euer Handy. Die trägt nicht sehr groß auf, bietet aber genau das an Schutz, was es soll. Und wir können ja mal eins machen. Wir sind mal total verrückt, denn ich habe ja genügend Material. Testen wir mal die Bruchhaftigkeit von dieser Hülle, von diesem Case. Ja, ich biege das jetzt einfach mal so, bis es bricht. Wirklich, bis es bricht. Und mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Ah, und ihr seht, Thoras bietet da super Qualität. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist hier in der Folie quasi eine Welle drin, aber ihr seht schon, ich kriege die nicht kaputt gebrochen. Also das ist phänomenal, was Thoras da auf den Markt gebracht hat. Das ist wirklich sehr, sehr gute Qualität. Und wenn wir das hier abziehen, dann ist das wieder weg. Das zeige ich euch. Ja, also wir haben natürlich ein paar Biegelinien jetzt drin, das ist ganz klar. Aber wer biegt denn schon seine Hülle so dermaßen? Das macht ja keiner von euch. Wir wollen mal gucken, ob wir sie zum Brechen kriegen. Da muss ich aber schon ganz schön draufdrücken und ihr seht, was passiert. Das ist Sicherheitsglas. Ja, ihr habt also hier keine Splitterwirkung. Klar, ich habe jetzt natürlich meinen ganzen Tisch hier mit irgendwelchen kleinen Staubkörnern, sage ich jetzt mal so, wie es ist, versaubeutelt. Aber ihr seht schon, tolle Qualität, sehr, sehr bruchsicher und da muss man schon enorm Kraft aufwenden, um das Ding kaputt zu machen. So, da hat es bumm gemacht und da war der Tisch versaut. Ich habe den jetzt natürlich nochmal sauber gemacht, ist ganz klar. Aber was ich sagen wollte, das hier ist die günstige Displayschutzfolie von Thoras. Das ist also noch nicht mal das Spitzenmodell und ihr habt gesehen, die ist sehr, sehr robust. Der Hersteller gibt euch auch zwei mit in das Verpackungsmaterial mit rein hier für diese Hülle. Also wenn ihr mal eine falsch verklebt, dann habt ihr die Möglichkeit, das nochmal zu revidieren. Also nochmal im Grunde genommen da was Neues dran zu machen. So, jetzt wackelt hier mein Tisch, wie es böse. Okay, dann kommen wir mal zu der letzten Hülle, die ich sehr, sehr schön finde. Auch hier hat Thoras wieder den Airbag in die Ecken reingesetzt. Auch hier kann man das, denke ich, mal wieder erkennen, dass das ein bisschen versteift und dick ist. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, eure Buttons zu ändern, farblich entweder rot oder gelb. Und das fässt sich sehr, sehr gut an. Das ist sehr, sehr angenehm. Das Material, was hier verbaut worden ist, es ist leicht durchsichtig. Ihr könnt also euer neues iPhone ganz auf entspannt wieder hier reinbringen. Das passt wie soll ich sagen,
Naja, ich sag's jetzt lieber nicht. Ihr könnt euch denken, wie ich es meine. Also es passt sehr, sehr gut. Das ist nun mal so. Auch hier wieder der totale Schutz für die Kamera hinten. Da kann nichts passieren. Die Ecken sind separat nochmal geschützt. Also sollte euch das Handy mal runterfallen, dann habt ihr gar keine Probleme, weil die Ecken verstärkt sind. Da gibt es also keine Kratzer oder dergleichen. Alles gar kein Problem. Und wenn ihr jetzt die Farben von eurem iPhone noch sehen wollt, dann ist das hier natürlich möglich. Ich habe jetzt hier die dunkle Variante, von daher sticht das jetzt natürlich hier nicht so raus. Aber ansonsten würdet ihr das sehr, sehr gut erkennen können. Das ist nun mal so. So, wir nähen das Ganze hier nochmal raus. Ich möchte euch nochmal die Innenseite zeigen. Ihr seht, das ist leicht transparent hier. Ja, das ist sehr robustes Material. Also die Hülle an sich kommt sehr hochwertig daher. Das fühlt sich auch haptisch sehr, sehr gut an. So soll es ja auch sein. So, ja, das waren die Hüllen und die sind gar nicht mal so schlecht. Gerade die mit dem MagSafe gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich will sie euch nochmal so zeigen. Also wer jetzt die Farbe von seinem Handy sehen möchte, der sollte sich auf jeden Fall für die Kristallhülle entscheiden. Wer auf jeden Fall eine Induktionsladung bevorzugt, der sollte das mit dem MagSafe nutzen. Und wer sagt, naja gut, okay, ich will ein bisschen Geld ausgeben, aber nicht so viel, der nimmt eben die günstige Hülle. Da, wie gesagt, ist eine Displayschutzfolie mit drin, gar kein Problem. Und wer es etwas elegant haben möchte, der kann hier drauf zugreifen. Davon mal abgesehen, dass die Hüllen alle das Induktionsladen ermöglichen. Das habe ich quasi getestet, am 13er logischerweise. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Also ist das schon mal ganz in Ordnung. Wenn wir uns dann mal die Variante der Displayschutzfolien anschauen. Da gibt es von Thoras separat etwas und da hat Thoras auch für den Laien alles ins Case gepackt, was man braucht. Wir haben nämlich als allererstes unseren Rahmen für unser Telefon, den wir dann so drauf machen, um die Displayschutzfolie hundertprozentig auch genau auflegen zu können bzw. reinzumachen. Wir haben hier ein Rackel, sagt man dazu, mit dabei. Also das ist ganz toll, dass ihr dann im Grunde genommen die vielleicht kleinen Blasen, die entstehen, noch rausmachen könnt. Ihr habt Reinigungstücher mit dabei, die sind speziell, so dass auch das Display, was ihr im Vorfeld reinigt, sehr, sehr sauber und clean ist. Und damit gibt es dann auch keine Blasen bzw. Staubeinschlüsse. Es gibt nochmal eine ausführliche Beschreibung mit hinzu, was Thoras sehr gut gemacht hat. Also es wird hier erklärt, wie ihr eure Displayschutzfolie am allerbesten auf euer Handy bekommt. Und das Ganze, wie ihr seht, auch in Deutsch. Also ganz, ganz wichtig, dass man es auch versteht. Und jetzt gucken wir uns die nochmal an. Und das sind hier wirklich die High-End-Varianten von Thoras. Das ist wirklich sehr, sehr gutes Material. Auch hier sind zwei mit dabei, was ich übrigens sehr gut finde, wenn man sich wirklich mal vertut. Und die sind schon ein bisschen genauer. Das ist echt extremst hartes, aber trotzdem flexibles Material. Sehr, sehr bruchsicher. Also die haben noch eine höhere Bruchsicherheit als die Variante, die ich euch eben gezeigt habe. Ihr seht es ja auch schon, es wird ja hier beworben. Hartes, High Hardness, also sehr, sehr hart. Für Fingerabdrücke ist gesorgt, dass eben keine auf dem Display so sind. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Eine einfache Installation. Ja, mit dem Rahmen gar kein Problem. Ihr zieht das ab. Ich müsste das jetzt reinigen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin immer, was das angeht, ein technischer Laie. Also ich brauche da ganz viel Ruhe bei. Im Video kann ich euch da schlecht zeigen, wie ich das am besten drauf mache. Aber ich kann euch sagen, das ist relativ easy, wenn ihr das Display reinigt. Ihr könnt dann hier so rüber swappen und dann sind die Blasen fast von alleine draußen. Ein großes Paket, was Thoras da geschnürt hat für die Sicherheit unserer neuen Handys. Und ich persönlich finde das auch ganz, ganz gut, dass Thoras direkt mit Start der neuen iPhone-Generation auch wieder die dementsprechenden passenden Sicherheitsfeature auf den Markt bringt. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ihr jetzt, und ich weiß, das werden viele gemacht haben, wenn ihr jetzt euer Handy bestellt, wollt ihr natürlich auch dementsprechend ein Sortiment an Schutz für euer Handy haben. Okay, lasst uns nochmal in die Totale gehen und nochmal zum Feedback kommen. So, ihr habt es gesehen, eine ganze Menge an neuem Zubehör, was Thoras da auf die Beine gestellt hat, um euer neues Handy zu schützen. Ich persönlich, muss euch ganz ehrlich sagen, fand das sehr, sehr gut, dass Thoras sofort zum Start der neuen Handys auch für jedermann etwas anbietet. Denn nicht jeder möchte sich eine Hülle vielleicht für 20 oder 30 Euro kaufen.
Der ein oder andere sagt, okay, ich möchte natürlich was Günstiges haben, was trotzdem mein Handy schützt. Und selbst da, habt ihr gesehen, hat Thoras etwas mit im Repertoire. Finde ich sehr, sehr gut. Und ganz ehrlich, von allen Hüllen, die ich euch gezeigt habe, ist natürlich die hier nicht schlecht für diejenigen, die die Farbe am Handy lieben. Und natürlich für den optimalen Schutz finde ich die spektakulär, weil die haben meiner Meinung nach wirklich den besten Schutz und sehen sehr harmonisch aus, wenn man das mal sagen darf. Also diese abgerundete Variante hier oben zum Schutz der Kamera, das finde ich schon spektakulär gut gelöst. Und die sehen auch noch schick aus, machen natürlich durch die farblichen Akzente auch was her. Wer da Lust und Laune hat, der kann da auf jeden Fall ein bisschen rumexperimentieren. Verarbeitung habe ich nicht zu meckern, sehr, sehr stabil. Und ich konnte ja schon mal eine Thoras-Hülle testen und zwar längere Zeit. Und ich bin sehr zufrieden, gerade hier die mit dem Standfuß finde ich spektakulär gut. Und ich muss unbedingt aufhören, so oft spektakulär zu sagen, sonst wird es spektakulär. In dem Fall höre ich jetzt auch wirklich damit auf. Fazit an sich. Es ist wieder für jeden etwas dabei. Es ist ein gutes Produkt. Es schützt euer Handy und ihr solltet, egal ob ihr jetzt euch für die Sachen von Thoras entscheidet oder nicht, euer Handy schützen. Ja? Die iPhones sind mittlerweile so teuer geworden, dass man sich wirklich extremst ärgert, wenn euer Handy mal aus der Hand euch auf den Boden fällt oder sonst irgendwas in dieserlei Hinsicht, ein Kratzer drin ist und. Das geht so schnell und man ärgert sich wirklich so dermaßen. Von daher sollte man einfach nochmal ein paar Mark in die Hand nehmen und sich einen Displayschutz und ein Case holen. Damit ist das Handy gesichert und ihr habt viel, viel länger Freude dran. Wenn ihr wollt, könnt ihr unterhalb des Videos mal die Links abchecken. Ich habe euch für jedes Produkt, was ich euch heute gezeigt habe, einen Amazon-Link. Das sind Affiliate-Links. Ja, ich habe das mit Thoras abgesprochen. Also wenn ihr Lust und Laune habt und euch die Teile bestellen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ich bekomme da eine kleine Provision von. Ja, ihr bezahlt nicht mehr. Der Preis bleibt gleich und ihr unterstützt diesen YouTube-Kanal. Von daher würde ich an der Stelle schon mal Dankeschön sagen für euren Support. Auch für alle diejenigen, die weiter dem Kanal folgen und auch immer den Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, das Video über die Thoras-Produkte für das iPhone 14 Pro haben euch gefallen. Wird nochmal spannend. Ich habe auf jeden Fall von den drei Produkten, die vorgestellt worden sind, von den drei großen jetzt auf der Keynote, habe ich eins bestellt. Freut euch drauf. Wir werden auf jeden Fall ein neues Apple-Produkt testen können. Und ich gebe natürlich auch da wieder mein Fazit. Bis dahin würde ich sagen, bleibt mir alle schön gesund, bleibt mir gewogen. Ich verabschiede mich und bin heute raus. Euer Big L. Macht's gut.